Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Makramee-Anleitung. Ich bin Flo und zeige dir heute, wie du diesen ausladenden Ohrring, der mich so ein bisschen an eine Pfauenfeder erinnert, nachknoten kannst. Hab ganz viel Spaß dabei. Die Materialien, die du brauchst, um mit dem Knüpfen loszulegen, sind 5 Bänder der Länge 50 cm in grün sowie 5 Bänder der Länge 50 cm in orange. Dann eine kleine Messingkugel mit Durchmesser 3,8 mm, bei der wichtig ist, dass zwei Bänder durchpassen gleichzeitig, sowie einen Ohrstecker. Die genauen Materialien inklusive Farbnummer, die ich hier in der Anleitung verwende, habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Dein erster Arbeitsschritt besteht nun darin, dass du eines der orangen Bänder mittig durch den Ohrstecker fädelst. Wenn du das gemacht hast, kommen die Enden gleichzeitig durch die besagte Messingperle mit dem Durchmesser 3,8. An dieser Stelle kannst du dann erstmal den Ohrstecker oben einspannen, damit er nicht mehr wegrutscht, und dir dann die beiden Enden so zur Seite legen. Im nächsten Schritt befestigst du nun jeweils zwei Bänder in grün auf der linken und auf der rechten Seite. Was du dafür tun musst, ist, die grüne Schlaufe genau mittig unten drunter durchzuführen unter dem orangen Band und dann beide Enden nach oben rauszuziehen. Damit ist es an sich erstmal befestigt und dann nimmst du dir zuerst das obere Ende, führst dieses noch einmal über den orangen Faden und ziehst es aus der Schlaufe unten raus, kannst dann das Ganze nach oben festschieben und jetzt auch den unteren Faden noch einmal drumherum. Genau das gleiche wiederholst du jetzt noch einmal auf der linken Seite und dann wie gesagt noch zweimal auf der rechten. Auf der rechten Seite musst du jetzt natürlich zuerst das linke, also weil das jetzt das obere der beiden grünen Enden ist, drumherum wickeln. Dann auch wieder das Ganze nach oben schieben und das zweite Ende auch nochmal um den orangen drumherum und festmachen. Und ein letztes Mal das Ganze wiederholen. Wenn bis hierhin alles gut gelaufen ist, sollten jetzt hier 8 grüne Teilstücke nach unten rausschauen. Von den 5 orangen Fäden hast du ja einen bisher schon benutzt, ganz am Anfang, und die anderen 4 werden jetzt jeweils wieder 2 links und 2 rechts genauso hier befestigt wie das grüne Band. Also wieder durch die Schlaufe das Ganze durchziehen, dann drüber und durch die Schlaufe hochschieben und unten nochmal. Auf der linken Seite sind wir fertig und auf der rechten Seite jetzt auch. Pass nun genau auf, dass du mit den richtigen Bändern weitermachst. Wir trennen jetzt mal hier die linke und die rechte Seite voneinander. Also auf der rechten und auf der linken Seite jeweils 4 in grün und 4 in orange. Spannen wir uns die rechte Seite mal oben fest, die brauchen wir jetzt gerade mal nicht, und schauen uns nur die linke Seite an. Das erste grüne Band von der linken Seite in der Mitte, das legst du jetzt nach links und die nächsten beiden Bänder in grün kommen dort drumherum.
Dann das letzte, was du drumherum gewickelt hast, ist jetzt das, was hier rausschaut. Das, was innen lang läuft, ist das hier. Und jetzt drehst du die Richtung und knotest nochmal nach innen. Das gleiche machen wir auf der rechten Seite. Also das am weitesten innen liegende auf der rechten Seite wird jetzt nach rechts gelegt und die nächsten beiden dort drumherum geknotet. Und auch hier wieder, das, was hier rausschaut, ist das, was innen lang läuft. Und das hier ist das letzte, was wir drumherum geknotet haben. Und jetzt wird hier wieder die Richtung gekreuzt und das Ganze nach innen zurückgeführt. Jetzt sieht das Ganze symmetrisch aus auf der linken und auf der rechten Seite. Was wir jetzt im nächsten Schritt brauchen, sind nur diese beiden Bänder hier ganz in der Mitte in grün. Du nimmst jetzt das verbleibende grüne Band, auch wieder genau mittig, und führst es unter dem linken, was schon befestigt ist, drunter durch, sodass ich jetzt hier genau in der Mitte bin. Und dann legst du es einmal drüber und ziehst es so nach vorne raus. Pass dabei auf, dass dieser hier straff gehalten wird und sich nicht drumherum wickelt, also der, den ich jetzt dazu nehme, ist der, der umknotet, und dann nochmal drüber und durch. Wenn es richtig gelaufen ist, müsstest du es jetzt hochschieben können. Und jetzt wird das hier wieder innen lang laufen auf der rechten Seite und du legst es über das andere und legst dann das Band, was wir eben schon zum Umknoten benutzt haben, jetzt hier auch nochmal drumherum. Versuch wirklich, dass das hier auch schön eng und gleichmäßig ist. Und dann sollte man hier später nicht mehr sehen, dass der Faden dort innen lang läuft. Schauen wir uns die linke Seite an und klemmen die beiden anderen Enden wieder hoch. Dieser Faden, der hier rausschaut, das ist der, der hier oben fest war. Und der hier, das ist der, den wir gerade drumherum geknotet haben. Und jetzt kreuzen wir hier auch wieder die Richtung, das heißt, das rechte Ende hier über das linke führen und dann das andere dort zweimal drumherum. Dann nimmst du dir das nächste Grüne, was also hier rausschaut, und legst dieses auch nochmal drumherum und jetzt die anderen Bänder auf der linken Seite mit dazu nehmen. Und diese, naja, ich nenne es mal schräge Diamantform, machen wir jetzt hier noch zweimal. Und zwar läuft es so ab, du nimmst dir das erste, was dann als nächstes kommt, wenn der eine fertig ist, legst den nach links über die nächsten beiden, die dann dort drumherum kommen, das wären jetzt also die beiden Orangen. Dann mit dem zweiten der beiden nochmal die Richtung kreuzen und von der anderen Seite drumherum. Und jetzt nimmst du das Band von dem grünen Diamanten, was am weitesten links ist, und das kommt um diesen Orangen drumherum. Also den Orangen über den ganz linken grünen drüber führen und diesen dort drumherum wickeln. Dann die Richtung wieder kreuzen und das Grüne nochmals um das Orange. Jetzt haben wir hier diese beiden Enden rausschauen. Du legst das Orange über das Grüne und dieses wieder drumherum. Was du jetzt damit schaffst, ist also, dass der erste Diamant in ausschließlich grüner Farbe ist und der zweite zum Teil orange und die andere Hälfte grün.
Jetzt haben wir hier noch 3 Orange auf der linken Seite. Und du nimmst den ganz rechten und legst diesen wieder nach links und die anderen beiden dort drunter durch und die wickelst du drumherum. Auch hier wieder die Richtung kreuzen mit den beiden letzten. Und dann wieder das ganz linke von der vorhergehenden Diamantform, also in dem Fall das hier. Das kommt jetzt wieder drunter und wird zweimal drum gewickelt. Dann wieder die Richtung kreuzen. Und auch hier wieder das rechte Ende über das andere legen und mit diesem drumherum. Um die Reihe abzuschließen, diesen auch noch drunter durchführen und auch nochmal drumherum. Und jetzt gehst du aus der Mitte noch einmal los, nimmst dir also die ersten 4 grünen. Legst dort wieder den ganz rechten über die anderen und diese dort drumherum. Jetzt haben wir das erste Mal 3 statt 2 Bänder unten rausschauen und du nimmst wieder die beiden ganz linken, kreuzt dort die Richtung und gehst nach innen. Und von den beiden, die jetzt hier nach rausschauen, führst du den ganz rechten unter dem davon links liegenden drunter durch und zweimal daran fest und auch wieder die Richtung kreuzen und das in die andere Richtung wiederholen. Hier auch wieder das rechte Ende innen lang laufen lassen, das linke drumherum. Und dann kannst du dir diese 4 erstmal zur Seite legen und wir fangen mit 3 weiteren Bändern jetzt an. Also das eine grüne und weitere 2 in orange. Und wie oben genauso weiter, das grüne legt sich nach links und die beiden orangen drumherum. Dann auch wieder die Richtung wechseln. Und die beiden Formen miteinander verbinden, also wieder der Teil, der hier aus dem vorhergehenden Diamanten rausschaut, der legt sich um das rechteste von diesen Orangen drumherum. Dann die Richtung wieder kreuzen und nach innen. Und noch ein weiteres Mal das nächste Grüne daran befestigen. Jetzt hast du hier noch die restlichen 3 Orangen wieder. Davon wieder das ganz rechte nach links führen, die anderen beiden drumherum. Richtung kreuzen. Und auch hier wieder aufpassen, das orange Band, was hier aus dem letzten Diamanten rausschaut, wieder unter das, was hier ganz rechts aus dem noch zu knüpfenden rausschaut, drumherum. Die Richtung kreuzen. Und dann wieder die Enden zusammenführen. Auch hier wieder, weil ja kein weiterer Diamant kommt,
dieses Ende ebenfalls an der Linie befestigen. Und dann ist diese Reihe von Diamanten erstmal fertig und wir schließen das ab, indem du das ganz rechte grüne Band nimmst, nach links legst, über alle diese Enden, die unten rausschauen, und diese dort alle zweimal dran festmachst mit einem ganz normalen Rippenknoten. Die linke Seite ist damit erstmal fertig und wir können sie oben einspannen und wiederholen das Ganze spiegelverkehrt auf der rechten Seite. Auch auf der rechten Seite hast du jetzt dieses eine Orange, was ganz am Ende rausschaut, was hier innen lang läuft. Dann vier, also 2x2 orange Bänder hier festgemacht und dann hier, was so ein bisschen durcheinander gerade geraten ist, diese vier grünen noch. Wenn du genau schaust, dieses Band, was hier rausschaut, das wird jetzt nach rechts weitergeführt, indem das, was hier drumherum geknotet wurde, also das hier, sich dort drumherum legt und vorher musst du die Richtung kreuzen, also einmal nach rechts legen, das Ganze drumherum und dann von den beiden, die hier noch rausschauen, das innen langlaufende, auch hier wieder drumherum. Also genau spiegelverkehrt zu dem, was wir auf der linken Seite gemacht haben. Jetzt ist hier noch ein grünes wieder, was du noch nicht befestigt hast. Und dieses legt sich wieder nach rechts über die nächsten zwei Orangen, die du dort drumherum knotest. Und dann hier auch wieder die Richtung kreuzen, so dass sich das Grüne wieder nach innen legt. Und jetzt schaut hier noch von der ersten Diamantform dieser grüne raus, welchen du hier um das nächste Orange auf der davon rechten Seite legst. Auch wieder die Richtung kreuzen. Und das letzte grüne hieran befestigen. Als gut gelaufen ist, hast du noch zwei Orange hier rausschauen und den, der vorhin innen lang gelaufen ist. Und du legst wieder den ganz linken nach rechts und die anderen beiden dort drumherum. Und dann mit den letzten beiden wieder die Richtung kreuzen. Und auch hier von den vorhergehenden Diamanten das ganz rechte nehmen und hieran befestigen. Die Richtung kreuzen. Und diese verbleibenden beiden Orangen an dieser Linie mit
festmachen. Es schauen jetzt also erst 5 grüne, dann 5 orange raus und du startest wieder aus der Mitte mit den 4 hier und legst den linkesten nach rechts und diese anderen 3 dort drin herum. Den 5. hier auf keinen Fall benutzen. Und jetzt wieder die Richtung ändern mit den beiden letzten. Und aufgepasst an dieser Stelle, der 2. von links, der bleibt jetzt straff. Und der hier legt sich, also den führst du drunter durch und legt sich dann 2-mal drumherum. Einmal so und dann von der anderen Seite. Auch hier wieder die Linie vollenden. Und diese 4 grünen kannst du dann erstmal zur Seite legen. Nimmst dir das verbleibende grüne und die davon beiden rechten orangen. Legst den grünen nach rechts und windest die beiden orangen dort drumherum. Und dann den grünen von der linken Seite um diesen orangen drumherum winden. Die Richtung wechseln und auch hier wieder die Enden zusammenführen, indem du das Grüne um das Orange legst. Wir haben es fast geschafft mit den Diamantformen, einer ist es noch, also die 3 verbleibenden Bänder hier auf der rechten Seite, da auch wieder das ganz linke nehmen, über die anderen beiden führen, diese dran festmachen. Richtung drehen und wieder den ganz rechten von dem letzten Diamanten hier an der ersten Linie des letzten noch zu knotenden Diamanten festmachen und ein letztes Mal die Richtung kreuzen und dann die beiden Enden zusammenführen. So, die eigentliche Form, die wir hier oben knoten wollten, ist jetzt fast fertig. Fehlt noch, dass wir die Linie, die hier auf der linken Seite gemacht wurde, hier wiederholen. Also den hier über diese anderen alle drüber wegführen und diese daran festmachen. Den kompliziertesten Teil hast du erstmal geschafft. Jetzt kommen eigentlich nur noch Linien
aus einem Rippenknoten, wo du einfach ein bisschen aufpassen musst, dass die schön regelmäßig werden. Und zwar fängst du an in so ungefähr einem 20 bis 30 Grad Winkel, also ungefähr so, dass diese Linie hier innen lang läuft und die anderen sich alle dort drumherum winden. Halt es schön straff, dass es nicht wegrutscht und dass es auch schön gleichmäßig wird. Also nacheinander immer das nächst links liegende dort dran festmachen. Je straffer du das Band, was in der Mitte langläuft, hältst und je fester du die anderen daran festmachst, umso gleichmäßiger wird das Ergebnis. Das gleiche wiederholst du jetzt auf der rechten Seite, natürlich spiegelverkehrt, also in dem Fall das linkeste von den Bändern, die hier rausschauen in grün, das wird jetzt hier genauso parallel geführt wie dort und die anderen knotest du drumherum. Pass wie gesagt dolle auf, dass der Winkel auf beiden Seiten identisch ist und halt das schön straff hier, ansonsten sieht es halt am Ende unregelmäßig aus. Dann machst du auf der linken Seite noch einmal das Gleiche. Pass auf, dass du hier auf keinen Fall zu große Abstände nimmst. Und hier noch ein letztes Mal, sodass du ungefähr senkrecht unten rauskommst. So, die linke Seite ist soweit in Ordnung. Auf der rechten Seite brauchen wir jetzt natürlich, damit es am Ende symmetrisch wird, auch noch zweimal das Gleiche. Also wieder den ganz linken aus der Mitte. Hier so lang führen, dass die Abstände regelmäßig sind, so wie auf der linken Seite.
Was du jetzt an dieser Stelle hast, sind eben jeweils 9 Bänder, die hier in die Mitte rausschauen und dann das 10., was nach links bzw. rechts rausguckt. Zieh hier nochmal das Ganze schön fest. Als nächstes nehmen wir alle Bänder aus der Mitte und fassen die wie so einen Zopf zusammen. Und die beiden, die hier eben an der Seite rausschauen, die legst du dort in einem Kreuzknoten drumherum. Das heißt, das, was von der linken Seite kommt, wie so eine 4 nach rechts, und das andere da über diesen Zipfel drüber. Und dann unter allen anderen drunter durch und hier aus der Schlaufe wieder raus. Also einmal drüber. So, das ist die 4 von der linken Seite. Und wir gehen hier drüber und auf der anderen Seite wieder raus. Dann das Ganze festziehen. Und jetzt spiegelverkehrt nochmal, also die rechte Seite so drüber und die linke über diesen Zipfel und aus der anderen Seite unten rausschauen. Jetzt kannst du hier an allen Bändern am besten einzeln nochmal ziehen, damit sich diese Enden nicht zu weit oben entfernen. Und dann noch einmal kräftig an beiden Seiten ziehen, dass sich hier nichts mehr löst am Ende. Alles, was du jetzt noch machen musst, ist, danach zu schauen, was hier die kürzesten Enden sind. Das wäre in dem Fall dieses Band. Und dann alle anderen im gleichen Abstand mit abschneiden. Mach das ruhig mehrmals, damit es gleichmäßig wird. Und zu guter Letzt musst du natürlich noch die beiden Enden, die wir hier zum Kreuzknoten benutzt haben, ebenfalls knapp abschneiden. Und dann vorsichtig mit dem Feuerzeug dieses Ende anguckeln und festdrücken, damit nichts mehr wegrutscht. Und auf der anderen Seite natürlich das gleiche nochmal. Wenn du bis hierhin gekommen bist, ist der Ohrring fertig. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen. Freue mich, wenn du mir das mit einem Daumen nach oben zeigst und das Video mit deinen Freunden teilst. Und ansonsten kannst du natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn du über zukünftige Videos informiert werden möchtest. Hier auf der linken Seite findest du noch ein weiteres Video von mir. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Video.